heute zum Sonntag, den 12. September 2021. Ich stehe hier im Schwarzwald am St. Georgener Bahnhof und werde jetzt zwei Regionalzüge aufnehmen. Einer von Konstanz kommend in Richtung Karlsruhe und der andere von Karlsruhe in Richtung Konstanz. Ich mache hier einige Fahrzähne und nehme einige Fahrzähne auf von der schönen Schwarzwaldbahn und werde mal an einigen Zwischenstationen stehen und natürlich auch an einigen Tunnels und in der schönen Landschaft vom Schwarzwald. Und diese Zähne werde ich für euch jetzt hier einfangen. Und die Glocke läutet auch schön, aber nicht, weil es hier dazu kommt, sondern einfach so, die klingen einfach toll hier im schönen Schwarzwald. Jetzt zoome ich mal ein bisschen ran, hier am St. Georgener Bahnhof, und nehme mal ein paar schöne Fahrzähne mit auf. Kameramann ist wieder der Detlef. Und ein leidenschaftlicher Hobbyfilmer bin ich auch natürlich. Ne? Und wollen wir hoffen, dass die Aufnahme gut rauskommt. Mit dem Wetter habe ich auch Glück. Es geht zwar ein leichter Wind, aber ich denke, dass das dann einigermaßen hier auf den Rekorder mit aufgenommen wird. Der erste Regionalzug, der fährt hier um 13.57 Uhr von dem St. Georgener Bahnhof Richtung Karlsruhe, und der zweite Zug, der kommt dann von Karlsruhe um 14.59 Uhr und fährt dann weiter nach Konstanz. Könnte sein, dass die sich gerade hier so treffen ungefähr, und dann stehe ich ja sehr günstig in dem Fall. Natürlich vorausgesetzt, dass die keine Verspätungen haben, die Regionalzüge, die da hier unterwegs sind im schönen Schwarzwald. Das ist die Voraussetzung. Und das Signal, das steht natürlich schon auf grün. Und die Weiterfahrt hier um 13.57 Uhr geht dann in Richtung Sommerautunnel. Die Weiterfahrt hier von St. Georgen führt natürlich in Richtung Triberg, Hornberg, Offenburg und weiter nach Karlsruhe. Auch in der Gegenrichtung habe ich jetzt gerade gesehen, steht das Signal auf grün. Einer von diesen beiden Regionalzügen wird es hier demnächst in den St. Georgener Bahnhof einfahren. Dann lasse ich mich mal überraschen, dann werden wieder Träume wahr. So, der erste Zug kommt aus der Richtung von Konstanz. Und der andere kommt bestimmt auch jetzt. Und er fährt schon. Ich will nur hoffen, dass ich den anderen Gegenzug hier nicht gerade verpasse. Der kommt auch gerade. Meiner ist noch nicht gekommen, dann habe ich ja Glück. Hat sich so angehört, als wenn er gerade käme, aber da kommt er. Passt ja alles. Ja.
Und schon fährt er wieder. Und jetzt gehe ich dahin, wo früher der Wolfgang Hangarter war, der da in den 50er Jahren schöne Video 8 Filme gedreht hat, kurz vor dem Sommerautunnel. Und da werde ich mal auf so einen schönen Ausblickpunkt dahin fahren und werde euch dann nochmal eine Stunde später so zwei Szenen zeigen, wie sie da schön durch den Schwarzwald fahren. Ich stehe jetzt hier oberhalb von St. Georgen mit einem wunderbaren Blick runter ins Tal und leider nur auf ein Stück von der Schwarzwaldbahn auf die Strecke da. Jetzt habe ich gedacht, ich könnte da irgendwo einen besseren Ausblick genießen, wo denn die rote Garniture vorbeikommen. Die Schwarzwaldbahn. Aber ich bin ja schon mal zufrieden. Da kommen sie jetzt ungefähr in 10 Minuten. So kurz vor 15 Uhr. Schade, da sieht man nicht viel. Aber ist ja schon lange her, wo der Eisenbahnfilmer, der Hangarter, hier oben irgendwo stand mit seinem alten VW-Bus. Jetzt müsste eigentlich gleich der Gegenzug kommen. Mal noch mal ein bisschen ran. Schade, dass man da nicht viel sieht. Jetzt hätte ich ihn beinahe ganz verpasst, den Zug. So, hier wo ich jetzt gerade lang filme, da geht es in Richtung Fortwange, Fehrebach und wenn man will auch in Richtung Titisee Neustadt. Was mir hier so gut gefällt, sind die schönen alten Bauerngehöfte. Da hole ich euch jetzt auch mal eins an. Sieht schön aus. Und der schöne blaue Himmel und die leuchtende Sonne. Es passt einfach hier so schön zu dem Farbenspiel im schönen Schwarzwald. Ich gehe jetzt noch ein bisschen auf die Bergkuppe hoch. Vielleicht kann ich dann noch Richtung Triberg runterschauen und mal gucken. Hier gehe ich nachher wieder runter auf diesem kleinen Weg zu meinem Auto. Filme ich nochmal das bisschen mit ab hier. Ist wahrscheinlich für die meisten von euch langweilig. Aber es kann ja mal sein, dass da jemand langlaufen möchte. Da stand vorhin auf dem Hinweisschild, da geht es in Richtung
Drehwerk, 9,5 Kilometer. Aber wie gesagt, da gehe ich jetzt nicht hin. Das ist mir zu Fuß doch zu weit. So, jetzt drehe ich wieder um. Also hier habe ich keine Aussicht in Richtung Drehwerk runter. Ich muss wieder mal ein Stückchen fahren mit dem Auto. Ich bin eigentlich wegen den Zügen hier hingefahren. Aber ich muss immer wieder einen kleinen Stopp machen, wenn ich die faszinierende Landschaft sehe. Mit den schönen Bauernhöfen. Sieht einfach gut aus immer. Ne? Und die Sonne, die spielt mit mir mit. Und immer wieder kommt mal eine Wolke dazwischen, aber es kommt nicht zum Regnen heute und das ist wunderbar. Und die Temperaturen sind auch angenehm. Da macht es auch das Laufen ein bisschen Spaß. Hier sieht man auch nochmal einen schönen Bauernhof. Anholen. So, ja, filme ich euch nochmal die Hinweisschilder ab, wenn ihr hier mal in der Nähe von St. Georgen seid, wo ihr überall hinlaufen könnt. Ja, gut, Drehwerk sind es nur 9 Kilometer, aber trotzdem ist noch lang genug zum Laufen. Aber eigentlich, wie gesagt, wollte ich ja nur die Schwarzwaldbahn mit aufnehmen. Aber ich bin ja noch nicht an meinem Ziel angekommen. Ich fahre jetzt runter in die Triberger Gegend und dann werde ich wieder einige Gelegenheiten haben, um die schöne rote Garnitur der Schwarzwaldbahn aufzunehmen. Jetzt stehe ich wieder mal hier am Tannenwaldtunnel und dann werden wir uns mal wieder überraschen lassen. Aber ich weiß ja die Abfahrtszeit. Jetzt kommt dann gleich der von der St. Georgener Gegend und der kommt dann hier der Regionalzug gleich vorbei. Naja, er kommt ja gleich. Das Signal steht auf grün. Ich will nur hoffen, dass es nicht zum Regnen kommt. Es zieht sich ein bisschen zu. Aber so wie es aussieht, könnte es noch halten. Ja, er kommt. Ich habe ihn schon gesehen da an der Ecke. Ja, es sieht einfach immer wieder schön aus hier im Schwarzwald. Toll, die Bauerngehöfte. Ich stehe jetzt hier wieder am Gremmelsbacher Tunnel
und die Glocken schlagen schon wieder 17 Uhr. Die Zeit vergeht wie im Flug. Und immer wieder zieht mich auch das schöne ehemalige Bahnwärterhäusle mit an. Und in 5 Minuten kommt schon wieder so ein Regionalzug hier vorbei, so 17.05 Uhr, ja, der dann von St. Georgen aus wieder Richtung Karlsruhe fährt. Der andere Regionalzug ist mir hier direkt durch die Lappe gegangen. Und sogar eine Dreier-Lokgarnitur in verschiedenen Farben. Habe ich auch verpasst, aber das kann man ja nicht wissen, dass da so Leerfahrten nochmal separat hier durchgeführt werden. Und die Gleisbauarbeiter werden demnächst hier wieder neue Gleise einbauen, wie man hier sieht. Und da oben haben sie ganz schön was vom Wald weggehauen. Wahrscheinlich, dass da, wenn mal ein Sturm ist, dass die Strecke immer frei bleibt und dass da keine Bäume hier auf die Schiene fliegen. Denke ich mir. Aber ich bin kein Fachmann. Und in diese Richtung fährt dann die Schwarzwaldbahn wieder durch den Seelewaldtunnel und durch den großen Triberger Tunnel rein nach Triberg. Dann geht es wieder weiter nach Hornberg, nach Hausach, Offenburg, Rastatt und natürlich nach Karlsruhe. Wenn er pünktlich ist, ne? In 5 Minuten. Oh Schwarzwald, wie bist du so schön? Ich möchte niemals von dir gehen. Na, die schöne Zeit ist vorbei, wo hier noch die alten Dampfhäuser lang gefahren sind und die V200er Dieselloks und auch andere. Alles ist schon vergangen und die Jahrzehnte, die verfliegen nur so wie im Traum. Da oben sieht man noch so ein altes Bauerngehöft, weil da jetzt die Bäume weg sind. Kann ich mal ein bisschen ranholen. Das müsste aber dann bald dazu kommen. Die Schwarzwaldbahn in dem Fall. Jetzt kommt er. So, jetzt hat man hier noch einen kleinen Ausblick in Richtung Gremmelsbach und dann fahre ich runter wieder zu dem Haus der 1000 Uhren. Dann mache ich mal mit dem anderen Fotoapparat einige Bilder.